Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Hier aus dem Serengeti Park. Der reine Wahnsinn. Der Serengeti Park hat uns heute freundlicherweise die Eintrittskarten zur Verfügung gestellt. Und der erste Stopp wird diesmal sein. Und zwar machen wir eine Bus-Safari-Tour. Beim letzten Mal haben wir das leider zeitlich nicht geschafft. Und da haben viele von euch gesagt, das gehört dazu, ihr müsst das machen. Und das werden wir jetzt auf jeden Fall auch tun. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Wir haben uns jetzt die einfache Bustour genommen. Die kostet 6,50 Euro pro Person. Dann muss man nicht mit seinem eigenen PKW durchfahren, sondern hat einen Doppeldeckerbus. Auf jeden Fall sehr praktisch. Seid ihr oben auch schon wach? Ja. Ja. So, wir fahren einfach schon mal los. Wir machen hier so eine ganz ruhige. Wir warten jetzt auf keinen mehr. Wir haben tatsächlich immer Vorfahrt. Trampeltiere oder Trommeldar, die ziehen ja zu den Großkamelen. Oh ja, wir auch. Mutter, was hast du denn gestern gemacht? Hast du gefeiert oder was? War noch gar nicht ausgeschlafen hier. Morna wird jetzt 7, Makina 10. Wir kommen gerade von der Safari und da wird man mit so einem schönen Bus durchgefahren. Man kann natürlich auch mit seinem Privatauto fahren, aber dann könnte man den ein oder anderen Kratzer riskieren. Das wollten wir jetzt nicht. Man bekommt ganz viel Informationen über die Tiere und die Gehege sind auch immer sehr, sehr schön gestaltet an den ein oder anderen Stellen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das einmal zu machen, aber jetzt geht es für uns in den Freizeitpark und da fahren wir ein paar Achterbahnen. Wir werden jetzt auf die Black Mamba gehen und zwar wird man hier auch nass. Ist eine, und das ist das, was Kevin mag. Speedboot Wasser. Geschichte. Von der Black Mamba hier der. Wir sind ein bisschen nass geworden. Aber das ist cool, das hat richtig Spaß gemacht. Ja, das ist richtig geil. Ordentliche Erfrischung, Haare sind da logisch, jetzt schon direkt am Anfang des Vlogs kaputt, Schminke ist ab, aber. Ist weg. Ist egal. Scheiß drauf. Hi, mir geht's gut, ich bin nass. So, nachdem wir hier schön nass geworden sind, machen wir jetzt eine kleine, kleine Trockenföhnung bei der Bigfoot Safari. Das haben wir letztes Mal nicht gemacht. Ich glaube, das ist auch neu, oder? Ich weiß es nicht, aber wir gucken uns jetzt mal an. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. War auf jeden Fall ganz nett. Es ist immer lustig, mal mit so einem Monster-Truck zu fahren. Sehr hoch, sehr wackelig, aber ja, ist auf jeden Fall ganz nett. Man fährt so ein Parcours ab, gell? Genau, man fährt da so ein Parcours ab und dann hat man so zerdrückte Autos, wo man drüber fährt und so, genau. Ich glaube auch so für Kinder ist es bestimmt richtig cool, so mit so einem riesen Auto zu fahren. Ich glaube, die haben da richtig Spaß. Da wir jetzt trocken geworden sind, weil wir ja gerade vom Bigfoot kommen, fahren wir jetzt eine Runde Wasserbahn, damit wir mal wieder nochmal nass sind. Weil ich muss sagen, also schwarz trocknet gerade echt schnell. Gerade aus
aus der Wasserbahn raus, hat ganze zwei Abfahrten. Man wird ein bisschen nass, auf der Black Mamba wurden wir gerade ein bisschen mehr nass. Und ja, fährt so ein bisschen im Grünen herum, sieht eigentlich ganz nice aus, ist aber jetzt nichts krass Besonderes an Wasserbahn. Nee, gibt es auch noch einen Breakdancer und einen Topspin natürlich auch noch, ne? Wenn man Bock hat, sowas zu fahren, hat man hier auch die Möglichkeit. Wir sind, also ich persönlich, sind eher so Fan von den ganzen Safaris hier. Und deswegen, also es sei denn, Kevin hat Lust, können wir ein Rundchen drehen, Breakdance. Sieht auf jeden Fall ganz gemütlich aus, aber Kevin möchte wieder zum Wasser, immer diese Wasserratten. Wir stehen jetzt hier gerade vor der Splash-Safari. Das ist die nächste Safari, die wir machen werden. Und vor der Safari, also alle Safaris, die was mit Wasser zu tun haben, müsst ihr euch quasi eine Schwimmweste anziehen zu eurer eigenen Sicherheit. Und da geht es drauf. Von der Splash Safari, da seht ihr die Boote auch nochmal. Und das ist eigentlich echt einzigartig. In Deutschland findet ihr sowas nur im Serengeti Park. Also schaut da gerne mal vorbei. Mir machen die richtig Spaß und ich finde, das ist halt einfach das Highlight. Hier bei der Splash Safari wurden wir gerade nicht so nass wie bei der Black Mamba, aber dafür gibt es hier ordentlich Speed. Der Serengeti Park bietet da logisch auch die ein oder andere Achterbahn, zum Beispiel der Höllenblitz, der jetzt hinter euch ist, den seht ihr noch nicht wegen der Sonne. Und mit der fahren wir jetzt und mal schauen mal, was für Achterbahn der Serengeti Park noch so bietet. Sehr cool. Vivi, wir stehen jetzt hier vor der neuesten Achterbahn im Serengeti Park. Kai Racer werden wir jetzt fahren. Ich habe schon super viele Storys darüber gehört und bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie das wird. Die Chasen sind als Nashorn thematisiert. Ja. Gerade von der neuesten Achterbahn aus dem Serengeti Park. Batukai Racer. Und der Lift ist ja echt ultra steil. Sie ist nicht so lang, die Fahrt. Aber sehr intensiv. Also man wird schön in den Sitz gedrückt, ne? Das stimmt. In den Kurven Wahnsinn. Macht auf jeden Fall Spaß. Wir wollen jetzt gleich nochmal eine Fahrt in der letzten Reihe machen, aber wir brauchen auch noch ein paar Außenaufnahmen. Also hinten ist viel krasser als vorne. Also das drückt sowas von rein. Wahnsinn. Also. Vorhin habe ich am Anfang so, wir haben halt schon gehört, boah, das ist super intensiv. Und ich dachte im ersten Reihe so, ja, es ist intensiv, okay, ja, man merkt schon was, aber hinten, Halleluja, also, das drückt. Kevin, du hast dich jetzt wieder angezogen. Ja, genau, hinterm Höllenblitz gibt es noch eine Achterbahn für die komplett kleineren. Und es ist der Safari Blitz Kids und mit dem fahren wir jetzt mal. Der
Serengeti-Park hat auf jeden Fall die ein oder anderen Sachen für die kleinen Kinder. Nicht nur hier den Safari-Blitz-Kids für die Kleinen, auch Spielplätze, Trampoline oder auch hier hinten die lustigen fliegenden Elefanten. Wir sind jetzt bei dem Restaurant Manjara und werden da jetzt was essen. Ich bin gespannt, was es gibt und was der ganze Spaß kostet. Wir haben jetzt gerade unser Essen bekommen, Tomatenmozzarella mit Brot sogar. Und dann haben wir noch Pommes bestellt, sieht sehr, sehr, sehr gut aus. So, also ich muss sagen, ich bin wirklich gerade sehr, sehr gesättigt von diesem Salat. Der war super, super lecker. Wir stehen gerade hier in der Sonne und gehen jetzt Richtung Aqua-Safari hier mit der Nilpferddame Emma. Freue ich mich drauf. Und Dschungelsafari heißt das. Dschungelsafari, jetzt habe ich es. Ist auf jeden Fall auf der anderen Seite von dem, wo wir jetzt gerade eben waren. Und ja, da gehen wir jetzt hin, nachdem ich meine Maske aufgehoben habe, weil die mir gerade runtergefallen ist. Wasserloch, ne? Oh, was spritzt da auch? Irgendwelche Krüge oder so? Oh, der war nicht fest. Kann man nur beten, dass der rauskommt. Oh! Moin! Ja. Dann werde ich jetzt bestimmt gleich kommen. Oh. Gerade von der Dschungelsafari und hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Man fährt natürlich auch ein bisschen durch das Tiergehege durch, aber auch ein bisschen durch Plastiktiere, Animatronics, habt ihr ja gesehen, auf jeden Fall. Lohnt sich das zu machen, also wenn ihr hier seid, geht auf jeden Fall hierher und macht das mal. Das ist wirklich super, super amüsant. Wir wollen noch ein paar Aufnahmen machen von oben und fahren jetzt mit dem riesigen Riesenrad und schauen uns den Park mal von oben an. Feels like everything stops for a while when we look into each other's eyes. How could I ever let you go now when you're looking like that? Wir sind gerade vom Riesenrad runtergekommen. Eine wunderschöne Aussicht gerade von oben auf viele Safaris, die man vielleicht im ersten Moment nicht so sieht, auf den Höllenblitz. Wir werden jetzt als letztes die Quad-Safari machen. Die haben wir letztes Mal auch nicht gemacht und ich freue mich, das werden wir jetzt mal austesten. Hier. Wo sitzen wir jetzt, Vivi? Wo sitzen wir? Quad-Safari. Der Matthias fährt uns. Das war unser Tag in dem Serengeti-Park. Der reine Wahnsinn. Die Wassersafaris haben mir echt am besten gefallen. Das ist schon echt cool, weil es halt auch einzigartig in Deutschland ist. Genau, also wir konnten uns auf jeden Fall sehr, sehr gut abkühlen. Auch die Achterbahnen, die da stehen, sind sehr interessant. Sehr hart, die eine. Ja, die war echt hinten. Letzte Reihe müsst ihr mal ausprobieren und dann die Meinung in die Kommentare schreiben. Ja. Das soll es auf jeden Fall gewesen sein. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an den Serengeti-Park, dass sie uns die Eintrittskarten für heute zur Verfügung gestellt haben. Genau, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis deine Henne. Tschüss.